können wir gar nicht machen. Ich finde das ein bisschen doof. Wenn wir nämlich noch ein paar Schiffe basteln können. Aber gut, okay. Oh, Goldquelle ist auch bald weg. Guck mal, die fliegt hier gerade so runter. Alter, guck dir das mal an, ey. Geht gerade so runter hier. Okay, das gehört auch schon bald leer hier. Na gut. So, gehen wir mal einladen hier. So, zack, 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 zack. Transportschiffe entladen, ja, ja. So. Was? 2, 1, 1. Wie viel sind da jetzt drauf? 9? 5, ah, okay, 16. Da sieht man so schwer. Da kennt man so blöd hier. So, können wir hier irgendwo gescheit abladen. So, ausquartieren. Zacki. Gehen wir mal noch den Rest vom Schützenfest holen. Speer lassen wir mal da. Wagenlänger Leotarius. Benötigt Keltenkultur. Ja, die haben wir ja nicht. Die sind fertig da unten. Okay, dann kann man das Lagerhaus hier abreißen. So. Ah, da ist ja noch eine Goldquelle, guck mal. Ein Lagerhaus. Ja, die haben sie jetzt nämlich gerade zermörsert. Okay. So. Ha, haben wir nicht zu knapp gewählt mit dem Militär hier. Drei untätige Dorfbewohner. Da ist einer. Dann gehen wir mal hier mit Holzkloppen. Da haben wir noch einen. Dann können wir hier noch Gold mit hacken, gell? Ja. Dann passen ja zum Glück einige Leute drum hier. Die stehen sich wahrscheinlich zwar irgendwann im Weg, aber gut. So, jetzt haben wir nochmal 9 Leute da. Zeig mal bloß ein, ne? Finde ich super. Okay. So, gehen wir mal abladen. Bob. So. Warte mal. Gehen wir mal ein bisschen Spaß haben. Zack. Oh gut, der hat's aber schnell weggenockt hier. Weg damit. Den Posten haben wir auch auseinander hier. Gutig, gutig. Fatzi, fatzi geht das hier. Zack, wieder gesagt. So. Es geht Flitzepiepe hier. So, hängt ihn weg. Sehr schön. Oh, Banditen. Guck mal an hier. Ja, da noch mehr. So, ich hätte gerne noch eine Kiste hier. Todesübungsregeln. Ausbildungsforschungsgeschwindigkeit plus 7%. Ja. Okay, das ist auf Stufe 40. Ach ey. So. Halt mal noch eine Kiste. Wieder ein Banditenanführer. Hätte ich verwacht, aber diesmal aber wesentlich mehr Militär dastehen. So. Und weg ist sie wieder. So. Die Mauern machen wir jetzt einfach mal aus Prinzip weg. Und die haben wir auch ganz schön Leben hier. 1242. Ach, die attacken auch direkt zwei hintereinander, oder was? Ah ja, Tatsache. Okay. So. Ach, die können wir dann mit unseren Einheiten praktisch für uns gewinnen. Okay. So. Und wieder eine Kiste gefunden. Sehr schön. So, mal gucken. Ich muss jetzt gerade mal einen mitnehmen. Der soll mal hier alle verwandeln. Naja, sieht nicht so aus, als wäre hier noch eine Kiste. Nee, wohl eher nicht. Hier ist alles dichter Wald. Ne, da werden wir nichts mehr finden. Okay, latsch mal kurz durch hier. Machen wir mal alle hier. So. Dann können wir jetzt nämlich alle gerade so mitnehmen, alle 10. Und aufs Schiff packen. So. Dann müssen wir den noch drüben abliefern, die 10, und dann haben wir auch schon gewonnen. Albions rungeschmiedeter Rumpf. Plus 33% Lebenspunkte auf Trirämmen aufs Handelsschiff. 37. Ach ja, da sind wir noch ein Stückchen weit weg von, aber gut, wir haben auch erst angefangen.
7000 Holz haben wir. Fast 4000 Gold. So. Na, dann geht mal hin, dann haben wir das geschafft hier. Zack, alle 10. Sehr schön. Holz haben wir alles weg hier. Ich will jetzt gerade mal aus Neugier wissen, wie viel da um so ein Goldblock passt. Gerade mal aus Neugier gucken. Oh, da passen ein paar außen rum. Guckt euch das mal an, der Zähler, da fliegt ja gerade so weg. Latsch die hin. Naja. 30, 20, 10, kein Weg. Alter, Alter, Alter. Na, das ging ja mal fix hier. Gut, Mission hätten wir erledigt. Okay, zurück zum Missionsstart. So, viel Arbeit. Ein Objekt wegen Gemüse und Blumengarten. Machen wir mal Blumengarten. Weg mit dir. Jeden Tag dasselbe. Das ist auch nur zur Dekoration. Also dann, tu etwas. Zurück zu deiner Hauptstadt. Gehen wir mal dahin, ne? Zurück zur Missionsstadt. So. Keltische Premium-Kultur. Spiel ist PvP im Heldenmodus. Willkommen! Mach's gut! So. Neue Hauptstadtmission. Ich habe, was du brauchst. Goldenes Ticket. Ne, ich hab doch gar keins. Schatzstufe, Stufe 3. Ach, die erhöht sich dann. Vorhin waren wir auf. Letztes Mal waren wir auf Stufe 1. So, dann haben wir die Sperrkämpfer so. 8 Minuten Zeit haben wir für die Mission. Wir sehen uns. Schön. Ach, wenn wir in der Mission sind, haben wir 8 Minuten. Okay, was haben wir hier alles? Kommen wir über diesen dämischen Premium-Inhalt her. Imperiumsladen. Krämerladen des Imperiums. Okay. So, wollen wir mal die Zeitmission machen. Kriegshütten zerstören, Hütten zerstört, bei den Kriegsanführer getötet. So, bereit ein paar Felder zu bauen. Bevor die Zeit abläuft. Okay, gucken wir mal. Werkzeuge des Novizen. Oh, sammelt bei allem schneller. Sehr gut. Wollen wir mal gucken, ob wir die schaffen. 8 Minuten Zeit haben wir für die Mission. Schauen wir mal. So. Na komm. So, erstmal fleißig Nahrung sammeln. 8 Minuten verbleibende Zeit. Zeitalter 2. Können wir direkt erforschen. Sehr schön. So. Na, da kommt die Nahrung doch auch schon langsam bei. Sehr gut. So, im Sperrk mal wieder ein bisschen gucken. Kissen, irgendwas finden hier. Wald haben wir auch ohne Ende. Ist aber auch nicht sehr groß, also viel werden wir hier nicht finden. Okay, ein Weg, der ins Nichts führt. Auch gut. So, Zeitalter haben wir gleich erforscht. So, und zack. Sehr schön, so. Wir sollen mal weiter Nahrung sammeln. Derzeit gehe ich mit anderen Dorfbewohnern mal ein bisschen Holz sammeln. Dann können wir nämlich gleich Felder hinklatschen. Wir müssen nur die 4 Felder bauen, die müssen ja nicht bewirtschaften oder so, die müssen nur fertig sein. So. Das ist ein normales Haus, okay. So, gleich nochmal 2 gemacht. Ah komm, schiebt ab hier. Zack, so, und der nächste. Hugh, da haben wir Gold. Brauchen wir doch gar nicht. Zumindest im Moment nicht. So, da haben wir noch Blaupause, Statue, eine Kiste. Und natürlich wieder Kupferbarren. Wer hätte es gedacht?
okay, nee, ja, das sieht nicht wirklich so aus, als würden wir hier Kisten finden. So, hier geht man noch Holz sammeln. Aber jetzt können wir einen Dock bauen auf einmal. Banditenbogenschützen, ah, guck mal. Abklingzeit, Klasse 2, 5 Minuten. Ach, guck mal. Geweihtes Kettenhemd des Novizen, nur in der Hauptstadt einsetzbar. Guck mal, da habe ich schon noch mal zwei Sachen, habe ich gar nicht gesehen. Müssen wir mal noch gucken gehen. So, sammeln wir da auch mal noch Holz mit. Kann schon mal das erste Feld klemmen. So, weil der Busch ist nämlich auch bald durch. So. Oh, hat er was gefunden? Tatsächlich. Das ist ein normaler Bandit. Könnte man mit unseren drei Speerkämpfern kaputt kriegen. Müssen wir mal gucken. Er soll aber auch noch was machen. So, das erste Feld schon fertig. So, haut mal ein bisschen aufs Dach hier. Ja, das passt. Das klappt auf jeden Fall, den kriegen wir platt. So, hier ist das nächste Feld gleich hingeklempnert. So, jetzt alles fertig. Gut, dann gehen wir noch mit Holz sammeln. Hauen wir mal noch zwei Dorfbewohner zusammen. So, na dann nehmen wir mit die Kiste hier. Zack, sehr schön. So, zweites Feld errichtet. Was ist da gerade ratzefotze hier? So. Und schwuppi, nächstes Feld. So, noch einen Durchgang, dann haben wir alles zusammen. Alter, was verkaufen die alles hier? Lagerhaus mit 20 Plätzen. Ah. Nur in Perserkultur verwendbar. Okay. Na dann. So, dann will ich nichts schreiben hier. Nee, komm, weg. Nein. Wie kann man hier. Will hier weg? Will hier raus? Ich will da nichts schreiben. Das ist doch. So. Nächstes Feld, dann haben wir die Mission auch schon erledigt. Siehst du mal, geht ratzefatze hier. 5 Minuten haben wir gebraucht. Also wenn das bis dahin fertig hat, das Feld. Haben wir gerade mal 5 Minuten gebraucht für die Mission. Toss Übungsregeln. Das haben wir ja vorhin gesehen. So. Müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es auch später noch eine Mission, wo wir ein bisschen mehr von den Imperialpunkten kriegen. Ach guck mal, da ist nochmal eine Kiste. Da ist ein Wächter wieder. So. Nehmen wir mal hier noch die Speerkämpfer mit. Dann gehen wir mal gucken. Nehmen wir die Kiste auch noch mit. Und dann haben wir die Mission erledigt. Okay. Tempel-Weiterentwicklung kosten 65% weniger. Brustpanzer aus Kupfer. Okay. Haben wir irgendwelche Stufen von denen sehen? Warte mal. Imperium ansehen. Spielerkarte. Mal gucken mal an hier. 2010 Game Life Punkte. Aber ich fange Age of Empires Online. Na denn. So, jetzt nehmen wir den mal auseinander, nehmen die Kisten noch mit. Dann machen wir mal weiter. So, was haben wir da drin? Horror. So, nehmen wir mal gucken, Lagerhaus. Das wäre natürlich brauchbar jetzt. So, das können wir in der Stadt platzieren. So. Müssen wir unser Inventar nämlich kurz vom Platzen lassen. Nehmen wir mal gucken. So, Mission erledigt. Mach sie fertig. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr machen hier. Ja, gehen wir erstmal zurück, geben die Mission ab und gucken mal weiter. Ach, indem wir Meilensteine erreichen zum Beispiel, kriegen wir da durch Imperiumspunkte. So, erledigt. Okay. Lagerhaus haben wir ja nicht, ne? Ach doch, da, guck mal. Ach, das ist das. Scheiße. Okay. Verwendbar für einen Speer.
das? Sowieso voll Speer. Bist du Speer? Okay, packen wir was da rein. So, das ist nur für die Dorfbewohner, klar. So, Banditenbogenschützen. Nur wenn eine Mission einsetzbar. Okay. Komm, nochmal Korn. Premium-Inhalt. Premium-Inhalt. Speerkämpfer-Statue. Setzen wir mal hier hin. So. Statue eines Speerkämpfers. So, sitzt. Okay, mal gucken, wir den Meilenstein hier. Ferienspunkte. Werkstattinventar. Ne, ich wollte mal gucken, wir den Ferienspunkten hier. Punkte, ja, was für Punkte brauche ich da? Ach, Imperiumspunkte, okay. Naja, das ist ja. Mal gucken, werden wir noch irgendwie dazu verdienen. Imperiumsbazar. Ach, guck mal. Ach, hey, was gibt's denn hier alles? Kulturpaket. Funktion, Imperiumsgewölbe. Ja, ja, gut, das lassen wir mal so. Ach halt, warte, da ist eine Mission. Die Arbeit erledigt sich nicht von allein. Docks errichtet Fischergebote. Jetzt darf er die Arbeit. Gut. Dann gehen wir mal gucken. Jetzt haben wir zwei Missionen schon. Machen wir mal eine nach der anderen jetzt.